Kiki! Ja? Willst du einen Pinguin? Ein was? Pinguin! Ja, bring mal mit! Hamza, das heißt Pinguin, nicht Pinguin. Nein, das heißt Pinguin. Doch, Pinguin, das ist der Markenname. Das heißt ja auch nicht Mau, das heißt Maus, oder? Oh. Wie isst du dein Pinguin? Hä? Wieso isst du das so? Ganz normal. Hey, das ist nicht normal. Ganz normal, wie isst du denn dein Pinguin? Hä? Ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. Weißt du was? Wir rufen jetzt beim Bundesverband für Süßigkeiten Verzehrempfehlung an. Ich habe die Nummer sogar gespeichert. Das gibt's doch gar nicht. Doch. Ja, dann ruf doch an. Wir rufen da jetzt an und dann fragen wir. Guten Tag und herzlich willkommen beim Kundenservice des Bundesverbands für Süßigkeiten Verzehrempfehlung. Bitte wählen Sie eines der folgenden Optionen. Für Kinder Maxi King wählen Sie die 1. Für Kinder Pingui wählen Sie die 2. Für Kinder Bueno wählen Sie die 3. Für Milchschnitte wählen Sie die 4. 2. Okay, Kinder Pingui. Unsere Verzehrempfehlung eines Kinder Pinguis gestaltet sich wie folgt. Knabbern Sie behutsam die Schokoladenhülle ab. Entfernen Sie nun die Creme. Wählen Sie dafür wahlweise Ihre Zunge oder Ihren rechten Zeigefinger. Verzehren Sie anschließend den Zartbitterkern. Nun dürfen Sie den Rest des Riegels abbeißen. Wenn Sie ins Hauptmenü gelangen möchten, wählen Sie die Raute-Taste. Falls Sie keine weiteren Fragen haben, legen Sie einfach auf. Vielen Dank für Ihren Anruf. Habe ich dir doch gesagt. Das ist recht. Und jetzt mache ich einen Kinderpinguin XXL. Aber sowas von. Hi zusammen, heute gibt's ein neues XXL-Rezept. Das gab es echt verdammt lange nicht mehr. Warum eigentlich, Hamza? Ich glaube, wir haben es vergessen. Keine Ahnung. Eigentlich sind wir bekannt für unsere XXL-Rezepte. Wir hatten schon Toffifee, Raffaello, Bueno. Die auch geschmeckt haben, ne? Klar. Ein Knoppers Nussriegel, als der ganz neu rauskam. Und jetzt habe ich mir gedacht, jeder liebt Kinderpinguin. Jeder. Wenn es einen von euch gibt, der nicht Kinderpinguin gibt, schreibt es mir in die Kommentare. Das glaube ich einfach nicht. Ich fange jetzt direkt an mit dem Biskuitboden. Ich schreibe euch alle... An der Stelle ist es auch keine Werbung. Das ist keine Werbung. Natürlich ist es irgendwo Werbung, aber keine bezahlte Werbung, meinst du wohl. Wir machen jetzt zuallererst den Schoko-Biskuitboden. Macht euch keine Sorgen, alle ganz genauen Mengenangaben stehen unten in der Videobeschreibung und ich zeige es euch so Schritt für Schritt, dass jeder das nachmachen kann, selbst wenn ihr Backanfänger seid. Ich gebe jetzt zuallererst in meine Küchenmaschine, ihr könnt auch euer Handrührgerät verwenden, da gebe ich zuallererst Eier rein, dann eine Prise Salz, da war ich jetzt unvorbereitet. Prise Salz, die hebt nochmal den süßen Geschmack. Da gebe ich Zucker mit dazu und dann wird das ungefähr, also richtig lange, ungefähr 8 Minuten lang auf höchster Geschwindigkeit richtig schön dickcremig geschlagen. So, als nächstes sieben wir alle trockenen Zutaten dazu und rühren das nochmal ganz kurz ein. Wichtig ist, dass es wirklich nur so lange untergerührt wird, bis es sich gerade so verbunden hat. Sonst geht nämlich die ganze schöne Luft wieder raus und die Eiermasse ist richtig schön fluffig gerade. Also Leute, haltet euch bitte ans Rezept. Ja. Macht nicht irgendwie austauschen, irgendwas. Kauft genau das ein, was Kiki euch sagt. Genau, dann gelingt es euch hundertprozentig. Weil spezielle Leute sagen, kann ich auch das ersetzen. Oh, ich habe das so gemacht, ich habe das so gemacht. Ja. Gerade bei so einem XXL-Rezept, wo es generell alles ein bisschen instabil ist, aber macht euch keine Sorgen, mein XXL-Kinderpinguin wird muy buen sein. Bueno. Ruckzuck ist der Teig auch schon fertig. Das ging jetzt echt schnell. Also die meiste Arbeit hatte die Maschine übernommen. Und im nächsten Schritt packe ich jetzt den Teig in meinen Backrahmen. Boah, das war sehr unelegant. Packe ich jetzt den Teig. Auf jeden Fall wird der Teig jetzt gebacken. Wie soll man sonst sowas sagen? Reingeben. Okay. Den Backrahmen habe ich eingestellt auf 30 x 37 cm. Auch weil ich einen geraden Abschluss habe. Ihr könntet es auch sonst im normalen Backblech backen. Dann verändert sich aber vielleicht auch die Backzeit. Ich werde ihn jetzt hier reingeben und dann bei 190 Grad Ober- und Unterhitze für 12 bis 14 Minuten backen und dann zugedeckt vollständig auskühlen lassen.
So, während der Teig jetzt im Ofen backt, mache ich schon mal die Creme und die ist so easy, Leute. So easy. Wir geben jetzt alles in die Küchenmaschine. Es gibt nur eine Bedingung. Alles muss kalt sein. Sahne kalt, Mascarpone kalt, Schüssel und Schneebesenaufsatz kalt. Und wenn das erledigt ist, dann ist alles... Ihr sagt auch mal was. Das ist einfach. Du hast den Faden verloren. Und ich wollte es auf dich. Dass ich Reste noch. Oh. Okay. So, ich tue jetzt Mascarpone einfach in die Rührschüssel. Wie gesagt, alle ganz genauen Mengenangaben stehen natürlich unten in der Videobeschreibung. Das ist eine ganz schöne Menge, aber es ist natürlich auch ein XXL-Riegel. Leute, jetzt nicht meckern, dass es so viele Kalorien hat, ne? Nee, also ja. Zu den Kalorien darf man hier gar nichts sagen. Auch nicht die ganze Zucker? Also man sollte auch nicht die ganze Ding essen alleine, ne? Also eben. Man sollte es teilen. Ja, dafür ist es da, damit man es teilt. Ja. So. Sahne, auch ganz kalt aus dem Kühlschrank. Zucker habe ich eben schon hinzugegeben. Was ich jetzt reingebe, ist Vanilleextrakt. Ja, ich weiß, bei Kinder Pingui gibt es kein Vanilleextrakt. Da ist nämlich Vanillin drin. Und statt Vanillin, also künstliche Vanille, ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich habe jetzt Vanilleextrakt. Das schmeckt mir besser, das schmeckt intensiver. Und das gebe ich jetzt mit dazu. Jetzt fange ich an, das zu rühren und gebe dann nach und nach Sahne fest mit dazu. Erst langsam, dann immer schneller. Und dann dauert es auch wirklich nur 2-2,5 Minuten. Und das wollte ich euch auch noch sagen, eine optionale Zutat. Und zwar Magermilchpulver. Das gibt es mittlerweile in jedem gut sortierten Supermarkt. Bei Kaufland kriegt ihr das safe, 100%ig. Und das ist optional. Wenn ihr das nicht habt oder nicht möchtet, dann lasst das einfach ersatzlos weg. Ich persönlich finde, dass man dadurch nochmal diesen typischen Milchgeschmack bekommt. Denn wie heißt es in der Werbung? Knackig kühle Schokolade. Und eine Creme aus? Frischer Vollmilch. Das ist jetzt keine frische Vollmilch, aber so geschmacklich wird es dann einfach passen. So, die Creme ist jetzt fertig. Die kommt ganz kurz an die Seite. Und wir machen jetzt die mittlere Schokoschicht. Wichtig ist, dass die jetzt so ein bisschen weicher wird und nicht bricht beim Schneiden. Dafür habe ich mir folgendes Rezept überlegt. Ihr schnappt euch Zartbitterkuvertüre, schön fein hacken. Und jetzt habe ich hier ein Wasserbad. Das hier ist Wasser, das habe ich aufgekocht. Jetzt habe ich den Herd wieder ausgeschaltet. Und da kommt eine feuerfeste Schüssel oben drüber. Was ihr auch direkt noch mit dazugeben könnt, denn sie muss sowieso schmelzen, ist die Butter. So, und das lasse ich jetzt kurz schmelzen. Nehme das dann vom Herd und rühre noch Schmand mit rein. Ihr könntet alternativ zu Schmand auch gerne Creme Fraiche benutzen. So, als nächstes teilt ihr euren Schokoboden einmal längs durch, damit ihr zwei Böden erhaltet. Für meine Form habe ich jetzt einfach denselben eckigen Backrahmen genommen, mit dem ich auch den Boden gebacken habe. Habe den kleinen eingestellt. Die genauen Maße schreibe ich euch aber unten in die Videobeschreibung. Und weil mir noch 2 cm gefehlt haben, habe ich einfach Pappe genommen, in Frischhaltefolie umwickelt und mir damit so ein bisschen Platz weggenommen quasi. Und jetzt passt es einfach perfekt. Der erste Boden ist schon drin. Jetzt kommt die Hälfte unserer Milchcreme rein. Danach kommt die Schokoladencreme. Und das Gute ist wirklich, dass wir bei der Schokocreme jetzt ein bisschen Zeit hatten, dass sie so ein bisschen runterkühlen konnte, damit sie nicht zu warm ist für unsere Mascarpone-Sahnecreme. So, das lasse ich jetzt aushärten im Kühlschrank und dann kommt die zweite Sahneschicht oben drauf.
Jetzt versiegeln wir die obere Schicht noch mit einer Mischung aus Zartbitterkonfitüre und Kokosfett. Und jetzt kann die obere Schicht nämlich nicht austrocknen im Kühlschrank, denn die Kühlzeit beträgt mindestens 6 Stunden, sehr, sehr gerne, aber auch über Nacht, damit eben alles schön fest wird und wir das dann rausholen können aus der Form. Und dann fehlt eigentlich nur noch außen die Schokoladenhülle. Und dann sind wir auch schon fertig. Ich würde aber sagen, wir sehen uns morgen wieder, denn es wird schon dunkel draußen. Es ist schon ein bisschen spät. Ja, bis morgen. Tschüss. Tag Nummer 2. Ich habe jetzt hier mein XXL Pingui gerade aus dem Kühlschrank geholt und gebe das jetzt auf meine Servierplatte. So. Was ich auch schon gemacht habe, ist, dass ich etwas Kuvertüre über dem Wasserbad geschmolzen habe. Ich habe noch Kokosfett dazugegeben, damit man es einfach schön anschneiden kann, ohne dass es knackt und bricht. So, und jetzt müssen wir das Ganze einmal lösen. Genau für solche Momente gibt es natürlich nicht nur einen Backformlöser, sondern auch einen XXL Backformlöser. Ihr wisst ja, dass es diesen hier schon ein bisschen länger gibt. Das ist einfach dieser klassische Backformlöser für ganz normale Torten, Ringe, Backrahmen etc. In dem Fall komme ich jetzt zwar hier mit dem normalen Backformlöser dran, hier allerdings nicht. Ich war schon gerade ein bisschen verzweifelt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe gedacht, kriege ich das jetzt raus, ohne dass es mir reißt? Und dann ist mir das geniale Teil eingefallen. Und da gehe ich jetzt einfach rein und löse das, ohne dass ich mir die ganze Creme wegreiße. Das ist super wichtig, weil sonst habt ihr kein schönes, gerades Ergebnis. So, der Vorteil ist natürlich, dass ich hier eine mega, mega dünne Klinge habe. Falls ihr zu Hause ein Messer habt, irgendein Utensil, was genauso dünn ist, dann nehmt das natürlich sehr, sehr gerne. Es muss sehr, sehr schmal sein. Es muss sehr, sehr dünn sein, genau. Tastest! Willst du reden auch? Ich überlasse dir das Reden, Hamza. Okay, was haben wir? Also, das ist ja jetzt, das Rezept ist fertig, ne? Das Endergebnis habt ihr gesehen und das Wichtigste in diesem Video ist deine Meinung. Also, ich muss sagen, ne? Normalerweise, wenn du Kuchen backst oder so, ne? Da weiß ich nie, wie es am Ende aussieht, ne? Aber in dem Fall wusste ich, wie es aussieht. Und es sieht krass aus. Ey, Leute, das ist nicht normal. Das ist meine Hand. Das ist heftig. Krass. Also, dreimal. Krass, ist es wirklich da das? Da fehlt sogar noch eins. Also eigentlich eher so, ne? Ja. Wahrscheinlich 4-mal. Es ist wirklich das größte Pingui auf der ganzen Welt. Ey, guck mal, schaut euch das mal an, wie oft das da reinpasst. Das ist unglaublich. Das es ist auf jeden Fall ein XXL-Pingui, auf jeden Fall. Und Kiki hat es schon angeschnitten für mich. Yep. Der geht ganz leicht runter, aber ist nicht so schlimm, Schatz. Es sieht trotzdem toll es aus. Es ist selbst gemacht. Ja, na, ist ja nicht schlimm. Ich meine, bevor jemand das sagt. Aber. Aber du bist ein harter Kritiker, ne? Ja, komm, ne, Kiki, also wenn schon, dann schon, ne? Nein, das sieht aber heftig aus. Also da ist es sehr, sehr gerade. Das ist heftig. Also besser, also on point. That's okay. On point. Also ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. So, ich probiere das mal. Aber muss sagen, das ist wahrscheinlich eine dicke Schicht jetzt, ne? Obwohl, ne, es geht. Ne, geht voll klar. Hamza, versuch mal von allen Schichten auf deine Gabel zu nehmen, okay? Alle? Also die unteren wiederholen sich ja. Ich meine nur, dass du von jeder Geschmack... Dass ich doch wenigstens die mittlere noch bekomme, ne? Also so wahrscheinlich, ne? So? Ja. Ja, Kiki, geil, geil. Es schmeckt nicht 1:1 gleich, aber sehr, sehr nah. Richtig geil. Ey, alleine diese mittlere Schicht, ne? Das, also diese mittlere Zartbitterschicht, ne? 1:1. Danke. Aber es liegt, glaube ich, auch daran, weil das alles so viel dicker ist, ne? Mhm. Da ist das schwerer, das zu beurteilen. Aber es ist voll krass gut hinbekommen, wirklich. Von der Optik bis hin zum Geschmack. Danke. Ich sag mal so, ich habe dich immer schon geliebt und mit jedem Tag immer mehr. Aber hier hast du nochmal 3 Schichten draufgelegt. Das ist echt geil, Leute. Mhm. Ja, diese mittlere Schicht, Hammer. Und die Creme. Ich finde, man schmeckt auch ein bisschen diese Magermilchpulver. Mhm. Ein bisschen schmeckt man es raus, weil das ist ein bisschen anders als bei den anderen Cremes normalerweise. Ja. Aber so, ey, Leute, macht's nach. Ich schwör's euch, macht's nach, das ist hammergeil. Leider geil. Probier mal bitte. Ich mein's ernst, du wirst selber überrascht sein, wie lecker das schmeckt. Ich guck nur in die Kamera, ich seh dich nicht. Boah.
Boah, das schmeckt geil, echt ne? gut. Diese Zartbitterschicht ist hammergeil. Das schmeckt echt gut. Das schmeckt nicht so fettig. Mhm. Das schmeckt so. Das schmeckt leicht. Man mag es mir gar nicht glauben, weil man sieht so einen XXL-Pinguin. Aber es schmeckt leicht. Ja. Ich habe ja viele XXL-Rezepte schon gemacht. Und an der Stelle, wenn ihr noch ein XXL-Rezept von mir sehen möchtet, kommentiert unbedingt, was ich als nächstes machen soll. Dann danke ich euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Abonniert meinen Kanal kostenlos, hinterlasst ein Like. Und dann sehen wir uns auch bei meinem nächsten Rezept. Tschüss, eure Kiki. Alles meins. Meins.